Noch ein letztes Mal versammelten sich über 75.000 Fans im Berliner Olympiastadion, um mit aller Gewalt den noch vermeidbaren Abstieg von Hertha BSC abzuwenden. Doch auch die Bochumer Fanszene mobilisierte und war mit insgesamt über 10.000 VfL-Fans in und um die Gästeblöcke im Olympiastadion anwesend. Zu Spielbeginn zeigten die Gäste ein simples Intro bestehend aus tausenden Schals, die an alle anwesenden Bochumer verteilt wurden. Alles für Stadt und Verein war sowohl auf den Schals als auch auf dem im Oberrang platzierten Spruchband zu sehen. Dazu wurden zum Einlaufen der Mannschaften rund 10 Fackeln gezündet. Dies erfolgte jedoch nicht sonderlich gut verteilt, da viele der Bengalos auf einem Fleck zusammen angingen. Die Ostkurve entschied sich gegen eine letzte Choreografie und startete das Spiel mit gewohnt guter Mitmachquote. Kommen wir nun zum Spielverlauf. In einer Partie, wo es hin und her ging, konnte Hertha den ersten Punch in Hälfte 2 setzen und mit 1:0 in Führung gehen. Nachdem es so schien, als ob die Berliner eine letzte Chance in Wolfsburg bekommen würden, köpfte der Ex-Union-Spieler Schlotterbeck in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 1:1 unentschieden. Nun explodierte der Gästeblock förmlich. Erneut gingen Dutzende Fackeln und La Bombas an. Die Bochumer Kurve war in purer Ekstase. Hingegen konnten währenddessen bereits die ersten Böller aus der Ostkurve vernommen werden. Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, trauten sich die Spieler der Hertha erst nicht, den Weg in die Kurve anzutreten. Nachdem ihnen jedoch einige Ultras unmissverständlich klar machten, dass man jetzt möglichst schnell herkommen solle, trauten sich dann nach und nach einige Spieler. Den Unmut über die erbrachte Leistung machte die Fanszene der Mannschaft noch einmal in voller Gänze klar. Nachdem noch einige Böller sowie Blinker und Fahnenstangen in den Innenraum flogen, war es das aber auch. Die Zeitung Bild berichtet zudem noch von 2 Berliner Anhängern, die es wohl unerlaubt bis in die Katakomben schafften, um dort den Spielern nochmal die Worte "Ihr könnt von Glück reden, dass wir nichts gemacht haben" und sagt den Söldnern, sie sollen sich verpissen, mitzugeben. Die Bochumer Mannschaft verbrachte währenddessen noch minutenlang die Zeit vor der Gästekurve und schwor sich mit der Fanszene des VfL auf das letzte Heimspiel ein, wo man für eine mögliche Relegation nun alles in eigener Hand hat. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.